Moin, moin, der große Rote hier. Und willkommen zurück zum nächsten Teil meines Total War Warhammer 3 Immortal Empire Guides. Und zwar zu Markus Wulfhardt. Bevor wir aber zu dem kommen, ich wollte noch einmal sagen, sorry, dass letzte Woche nichts kam. Auch keine Streams etc. Ich habe mich mit Zahnschmerzen rumplagen dürfen. Und da hatte ich ehrlich gesagt wenig Bock, irgendwas zu machen. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Wir gucken uns jetzt erstmal noch den letzten Imperiumskommandanten an, den guten Markus Wulfhardt und die Expedition des Jagdmarschalls. Vorneweg, das ist wahrscheinlich die schwerste Wahl, die ihr treffen könnt, wenn ihr Imperium spielt. Er kommt mit seinen ganz eigenen Spielmechaniken daher. Das ist wieder einer wie Volkmar der Grimmige, der nicht diese klassische Kurfürsten-Imperialen-Mechanik hat, sondern der hat so eine kleine eigene Mechanik und die gucken wir uns an. Aber die macht das Ganze auch ziemlich schwer. Also erstmal Fraktionseffekte. Wir können nur aus einer begrenzten Liste Einheiten rekrutieren. Das heißt, unsere Starttruppen sind wirklich auf die Basiseinheiten limitiert. Schwertträger, Speerträger, Bogenschützen, Armbrustschützen, Hellebardiere, so diese ganz klassische Early Game von den Imperialen. Dann Verstärkung aus dem Imperium, bringen mächtige Einheiten mit, um eure Armee zu unterstützen. Das gucken wir uns an. In-game, genau wie das andere. Feindselige Handlungen führen dazu, dass lokale Fraktionen Vergeltungsmaßnahmen einleiten können, verstärken jedoch auch eure eigene Armee. Ja, das gucken wir. Dann Rang bei Rekrutierung plus 3 für Jägergeneräle fraktionsweit. Ist ganz nett. Ihr seht ja schon, der mit seinem Bogen, der ist halt so ein krasser Jägergeneral. Und diplomatische Beziehung minus 40 mit Echsenmenschen. Das heißt, Echsen mögen euch gar nicht. Dann haben wir Kommandanteneffekte. Unterhalt minus 50% für Bogenschützen und Jägereinheiten für die Armee des Kommandanten. Das heißt, ihr wollt später, wenn ihr Zugriff auf die Jäger habt, wollt ihr eigentlich Jäger als Hauptfernkampfeinheit spielen. Keine Ahnung, so 5, 6 von denen oder so, ist schon richtig krass. Der gibt auch aus seinem Charakterbaum noch richtig viele Buffs für die Jäger. Aber das ist so eure primäre Geschosseinheit, die ihr später benutzen werdet. Jo, Erfolgschance für Hinterhalt, einfach mal plus 50% für Armee des Kommandanten. Das heißt, ihr habt fast immer 100% Hinterhaltschance. Das glaubt mir, werdet ihr auch brauchen in der Kampagne. Werdet sehr oft auf Hinterhalte setzen müssen. Dann haben wir Chance auf Abwehr eines Hinterhalt plus 50% Armee des Kommandanten. Ist in der Theorie gut gegen Skaven. Das Problem ist, dort wo er startet, gucken wir uns gleich an, wird es nie eine große Skaven-Bedrohung geben. Das heißt, dieser Perk ist, naja, recht nutzlos. Was noch ganz schön ist, ist das Attribut Förster. Für die gesamte Armee des Kommandanten. Förster sorgt dafür, dass wenn Einheiten durch Wälder durchlaufen, ihre Bewegungsgeschwindigkeit nicht reduziert wird. Das ist vor allen Dingen sehr, sehr wichtig für Kavallerie, aber auch für Infanterie ist das sehr, sehr nützlich. Und warum ist das so nützlich? Naja, wir starten hier unten in Lastschwer und da gibt es eigentlich nur Waldmaps. Ihr habt hier unten, wo wir quasi hier starten, wir sind mitten im Dschungel. Das heißt, wir haben nur Wald, wir haben Wald und Dschungel. Das heißt, Fernkampf ist schwierig. Fernkampf richtig anzubringen ist immer recht schwierig bei so vielen Waldkarten. Aber der Förster hilft dir halt sehr, sehr gut, dass eure Kavallerie wenigstens arbeiten kann. Jo. Dann gucken wir uns die ganze Chose ingame an und dann erkläre ich euch alle Mechaniken. Das könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, wird ein längeres Video. So. Da sind wir. Also, fangen wir gleich mal an. Wir haben, grob gesagt, drei eigene Mechaniken. Die erste Mechanik, die seht ihr schon an der oberen Leiste des Bildschirms. Das ist die sogenannte Zustimmung. Das heißt, ihr seht ja jetzt, wenn wir Gebiete erobern, also Siedlungen erobern, wenn wir Häfen bauen oder sie halt ausbauen oder Jäger freischalten, das ist noch eine andere Mechanik, dazu kommen wir dann, bekommen wir quasi Zustimmung. Die meiste Zustimmung, die wir quasi rekrutieren, ist durch das Erobern von Siedlungen. Das heißt, je mehr Zustimmung wir bekommen und wir verlieren, auch wenn wir Siedlungen quasi wieder verlieren, verlieren wir auch wieder Zustimmung. Wenn wir Zustimmung bekommen, können wir solche Knotenpunkte freischalten. Am Anfang haben wir quasi Kundschafter des Imperiums.
Das heißt, wir haben eine imperiale Standardversorgung und Rang bei Rekrutierung plus 2 für alle imperialen Versorgungen. Was Versorgungen sind, kommen wir gleich zu. Das heißt, wir können halt hier immer weiter aufleveln, kriegen quasi immer bessere Einheiten. Und ich hatte euch das ja vorgelesen, wir können am Anfang nur so Standardeinheiten rekrutieren. Und also quasi nur diese Standard-Infanterie-Einheiten bauen. Und das können wir quasi verbessern und upgraden, wenn wir mehr von dieser Zustimmung haben. Das heißt, wenn wir imperiale Wächter sind, bei 20 Punkten Zustimmung, schalten wir den Gebäude von Kasernen und Pferdestationen frei. Das heißt, dann sind wir auch in der Lage, die Kasernen quasi auf die letzte Stufe zu holen. Und wir können das erste Kavalleriegebäude bauen. Na, das kann ich euch hier mal zeigen. Na, ihr seht halt, das ist momentan blockiert. Hier steht, ihr müsst das erforderliche Maß an Zustimmung im Auftrag des Imperators erreichen, um dieses Gebäude freizuschalten. Das heißt, selbst wenn ich es wollen würde und hier eine Stufe 3 statt hätte, könnte ich die Kaserne nicht bauen, weil ich die Zustimmung brauche. Wenn ich quasi hier oben auf die Pferdestationen will, quasi die Schützenreiter und sowas, Ritter des Sonnenordens etc. pp., muss ich auch erst die Zustimmung erreichen. Ne? Das Standardgebäude geht, das habe ich gerade Mist erzählt, aber... Ne, ihr seht, und so zieht sich das halt durch alle Sachen durch. So ist das hier halt ja gut, bei denen klappt das nicht, aber zum Beispiel hier, genau. Bei der Artillerie ist das genauso. Das ist alles nur, ne? Ja, genau. Das heißt, bei allen Produktionsgebäuden, die Einheiten produzieren können, eure Artillerie, eure Kavallerie- und Infanteriegebäude, müsst ihr quasi die entsprechende Zustimmung erreichen. Das heißt, bei 40 gibt es noch keine Boni, bei 60 zum Beispiel werden Menagerie und Gießereien freigeschaltet. Das heißt, wir brauchen 60 Punkte in dieser Zustimmung, um dann in der Hauptstadt die Gießereien freizuschalten. Das heißt, erst wenn wir 60 Punkte Zustimmung haben, kriegen wir Zugriff auf die Höllensturm-Raketenlafetten, auf die Kriegswagen-Mörser und auf die Großkanonen. Vorher können wir die quasi nicht erreichen. Das heißt, dieser Zustimmungswert hier oben ist sehr, sehr wichtig, dass wir den so schnell wie möglich hochkriegen. Einerseits, um die Gebäude freischalten zu können, andererseits, um die anderen Boni wie imperiale Versorgung, Rang bei Rekrutierung für imperiale Versorgung, und wenn wir es dann quasi später bis nach ganz hinten geschafft haben, dann geht quasi das Fortschritt beim Mandat des Imperators geht nicht mehr verloren. Das heißt, wenn wir einmal 100 Punkte erreicht haben, können wir auch Siedlungen verlieren, ohne dass unser Mandat wieder quasi zurückgeht. Und dann kommen wir quasi auch schon zu dem Thema Versorgungen. Und quasi wo haben wir sie? Ist das quasi die zweite Stufe, und zwar ist das die Feindseligkeit. Wir sind nicht in der Lage, ne, diese ganzen guten Einheiten am Anfang zu rekrutieren. Und wir können quasi... wie erkläre ich das? Wir sind quasi im Auftrag des Imperators hier und sollen... Echsen jagen, Skaven jagen, Orks plätten, ne, alles, ne, im Namen des Imperators. Und je besser wir uns da anstellen, desto mehr Feindseligkeit sammeln wir. Das ist quasi diese zweite Ressource, die wir haben. Feindseligkeit. Jedes Mal, wenn wir, ne, ihr seht, jetzt steigt, wenn wir eine angreifende oder verteidige Armee besiegen, kriegen wir einen Punkt Feindseligkeit. Wir kriegen durch Ereignisse einen Punkt Feindseligkeit, durch eroberte Siedlungen einen Punkt Feindseligkeit oder durch Überfall und Ausrauben von Siedlungen auch ein Punkt Feindseligkeit. Sie sinkt natürlich wieder durch Ereignisse, wenn wir lange Zeit nichts machen, wenn wir Kommandanten verloren und wenn unsere Feindseligkeitsstufe zurückgesetzt wird. Wozu ist diese Feindseligkeit da? Na, diese Feindseligkeit, ihr seht es halt schon, erhöht die Rate, mit der wir imperiale Versorgung kriegen. Ihr seht es jetzt momentan hier oben, haben wir quasi 4 Runden. Das heißt, in 4 Runden würden wir eine imperiale Versorgung kriegen. Das zeige ich euch jetzt gleich mal, was das ist, damit ihr das Fenster seht. So, ich habe das jetzt quasi einfach mal 4 Runden vorgeskippt. Und jetzt kommt quasi das Main-Feature von Markus Fulfa zum Tragen. Das heißt, die imperiale Versorgung ist jetzt eingetroffen. Standardmäßig hat man 4 Runden Zeit am Anfang, dass die imperiale Versorgung quasi eintrifft. Das heißt, wir können uns jetzt entscheiden, eins dieser Regimenter können wir jetzt nehmen. Das heißt, ich kann sagen, ich nehme die imperialen Regimenter für 2 Jäger, 2 Hillebardiere und einmal Bierankämpfer. Ich kann die imperiale Artillerie-Schule nehmen für einmal Schützenreiter, Granatwerfer und Großkanonen. Ich kann den Ritterorden nehmen, ne, für die Pistoliere 2-mal und 3-mal Ritter des Imperiums. Oder die imperialen Technikusse für den Kriegswagen Mörser und den Kriegswagen. Davon kann ich mir jetzt eins auswählen. Ich würde euch am Anfang immer empfehlen, nehmt die imperiale Artillerie-Schule, nicht wegen der Kanone, sondern wegen den Schützenreiter. Die Schützenreiter werden euch echt carryen.
Das heißt, wir wählen uns dich jetzt aus. Und ihr seht, jetzt ist quasi der Rundenzeit da, die Feindseligkeit von 4 Runden wieder auf 50 Runden hochgetickt. Das heißt, man müsste jetzt 50 Runden warten, bis diese nächste imperiale Versorgung kommt. Außer man schafft es, die Feindseligkeit zu steigern. Weil ihr seht es halt schon, auf Stufe 1 sinkt die Versorgung, mit welcher Frequenz das quasi verschickt wird. Das heißt, auf Stufe 2 wird es mit gewöhnlicher Frequenz, Stufe 3 mit hoher, Stufe 4 mit sehr hoher Frequenz und sollten wir Stufe 5 erreichen, kommt sie sofort. Das heißt, ihr habt immer dieses, ihr habt immer diesen Timer und je mehr ihr quasi kämpft, je mehr Feindseligkeit er quasi aufbaut, wie gesagt, Feindseligkeit hauptsächlich aufgebaut durch das Kämpfen und Erobern von Siedlungen, also durch das Bekämpfen von Armeen und Erobern von Siedlungen, desto schneller kommt ihr quasi wieder an so ein Regiment ran. Das heißt, ihr habt ja gesehen, wir konnten jetzt quasi Truppen auswählen, die wir noch gar nicht rekrutieren können. Ich habe jetzt hier aus imperialer Versorgung rekrutieren, so ein Extra-Button. Und dann kann ich jetzt für 0 Kröten, also für nichts, für lau, kann ich die jetzt quasi in meine Truppe rein rekrutieren. Ich muss dann halt nur den Unterhalt bezahlen. Ne, ihr seht es halt, die haben auch 2 Ränge. Da ich ja auf Feindseligkeit, ja, hier oben auf Kundschafter des Imperiums bin, kriegen quasi bei Rang der Rekrutierung, kriegt plus 2 Erfahrungsränge auf alle imperialen Versorgungen. Ne? Das sind diese Sachen, die ich mir quasi freischalte. Das Problem mit der Feindseligkeit, ihr seht schon, das hat noch mehr als nur positive Effekte. Das heißt, auf Stufe 1 kriegen wir minus 1 Kontrolle alle Provinzen. Stufe 2 kriegen wir minus 2 Kontrolle alle Provinzen. Alles noch halb so weht. Das, was jetzt kommt, das wird nämlich jetzt böse. Die feindliche Führerschaft wird um 5 Punkte erhöht, feindliche Waffenstärke wird um 10% erhöht. Das heißt, alle Fraktionen, mit der wir im Krieg sind, bekommen abhängig von unserer Feindseligkeitsstufe Buffs auf ihre gesamte Armee. Das müsst ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen. Das heißt, alle gegnerischen Einheiten, also alle Gegner, die wir jetzt in diesem Moment hätten, oder wenn wir auf Feindseligkeit 3 kommen, bekommen 10% Waffenstärke und 5 Führerschaft. Das geht dann bei Stufe 4 auf 8 Führerschaft und 15% Waffenstärke und dann auf 10 Führerschaft und 25% Waffenstärke hoch. Das müsst ihr euch mal... Das ist extremst gefährlich. Das heißt, ihr müsst wirklich gucken, so ein bisschen diese Feindseligkeit manipulieren. Ne? Ihr wollt nicht gegen eine Saurus-Monster-Armee kämpfen, wenn ihr 5 Punkte Feindseligkeit habt. Weil dann hat die gesamte Infanterie 25% mehr Waffenstärke, die ganzen Monster, die Helden und was weiß ich alles. Also, huf! Und ja, ihr kriegt minus 5 Kontrolle in allen Provinzen. Also, das ist so ein bisschen... Die Mechanik ist zwar cool, aber dass diese Buffs quasi auf alle Gegner applied werden, ist ziemlich, ziemlich bescheiden. Okay, könnte man jetzt sagen, klar, Imperium spielt man halt Fernkampf, wenn ich den Gegner zerschieße, dann ist mir seine Waffenstärke ja vollkommen egal. Ja, da habt ihr recht. Ich möchte aber nochmal anmerken, wir haben nur Waldkarten. Wir kämpfen nur auf Dschungelgebiet. Das heißt, die Hälfte aller... Also, ne... Sagen wir mal, 3/4 aller Karten sind mit Wald bedeckt zur Hälfte. Das heißt, eure Artillerie könnt ihr euch sonst wohin klemmen. Ne? Das ist so dieses... Schön, hier ist nichts mit Kaputtschießen auf Range. Ne? Wir haben keine großen freien Karten, wo wir Kanonen und so ausprobieren können. Und denkt dran, wir können die ja auch nicht rekrutieren am Anfang, sondern wir müssen die ja uns über diese Feindseligkeit, also über die Mechanik der imperialen Versorgung hier quasi holen. Das heißt, da müsst ihr extremst aufpassen. Und um diese ganze Sache müsst ihr quasi drumrum spielen. Das ist so, das ist der Kniff bei dieser Kampagne. Dass ihr, das Problem ist nämlich, wenn ihr Level 5 erreicht, dann habt ihr wird die Feindseligkeitsstufe quasi, also erstmal kriegt ihr, wenn ihr Level 5 erreicht, wird instant eure imperiale Versorgung erscheint durch ein Event. Könnt ihr euch so wie gerade eben wieder Sachen auswählen. Aber das Problem ist, ihr habt quasi 5 Runden lang die Level 5 Feindseligkeit. Das heißt, in diesen 5 Runden, wenn ihr in diesen 5 Runden quasi etwas bekämpfen wollt, müsst ihr daran denken, dass ihr diese Buffs quasi dem Gegner for free gibt. Das heißt, Schlachten, die unter normalen Umständen schon 50-50 sind, sind mit den Buffs beim Gegnern, sagen wir mal, in 80% der Fälle, seid ihr im Arsch.
Deswegen auch der Tipp, ne, Granatwerfer am Anfang mitnehmen, weil dann kann man das so ein bisschen ausmettern. Weil Infanterie, wenn sie zwar mehr Waffenstärke hat, ist das Granatwerfen komplett egal. Die gehen da ran, hauen da einmal ihre Granaten rein, das Infanterie weg. Naja, und der Gegner hat halt sehr, sehr viel Infanterie. Und sollte er mit Monstern kommen, ihr seid eine Armee, die sehr gut gegen Monster ist, wenn eure Fernkämpfer wirken können. Na, ihr habt quasi hier am Anfang zwei Jäger in den Armeen und Jäger haben ja Bonus gegen große Feinde im Geschossschaden. Ne, da gibt es nochmal, was gibt's dazu? Gibt nochmal 8 Punkte Bonus gegen große Feinde. Und Markus Wohlfahrt bufft ja auch seine Jäger sehr, sehr gut. Und er selber ist ja auch ein Jäger, das heißt, er hat auch Bonus gegen große Feinde. Er ist quasi so ein Fernkampf-Bogenschützen-Lord. Die sind generell immer sehr gut gegen Single-Target-Units. Das heißt, die großen Feinde quasi, wenn ihr mit den Bogenschützen wirken könnt, ist quasi nicht so das Problem. Das Problem ist wirklich, wenn ihr überrannt werdet mit einer Infanteriemasse. Ja, das ist halt mit 25% Waffenstärke tun halt auch Skinks auf einmal weh. Naja, das ist die große Mechanik, um die ihr quasi drumrum spielen müsst. Ja. Und wenn quasi ihr Level 5 erreicht habt, nach 5 Runden, wird sie quasi wieder auf Stufe 0 gesetzt und dann könnt ihr wieder anfangen, Feindseligkeit zu sammeln. Und so macht ihr das quasi die ganze Zeit. Das geht relativ schnell, relativ fix, da ihr halt sehr viele Kriegsgegner habt, ihr sehr, sehr viel kämpft und wenn ihr halt sehr viel gewinnt, kommt ihr halt auch hier oben sehr schnell an diesen Zustimmungswert, indem ihr quasi, ihr seht es ja schon, plus 4 durch Jäger freigeschaltet, also das ist nur eine andere Mechanik, erkläre ich euch gleich, kriegt ihr quasi sehr, sehr viele Siedlungen. Ihr müsst die natürlich auch quasi halten. Wenn ihr sie verliert, sind sie natürlich wieder weg. Ne? Das ist so plus minus null. Aber wenn ihr euch dementsprechend schnell expandiert und schnelle Siedlungen habt, kommt ihr halt auch sehr, sehr schnell auf diesen dritten Punkt. Der ist halt wirklich wichtig, die Elite der Jagdmarschalle, weil dann kriegt ihr quasi, nee, sorry, nicht der dritte. Der vierte Punkt ist quasi wichtig. Dann kommt ihr quasi an die richtig geile Kavallerie und an die Gießereien ran. Das heißt, wenn ihr dann mal Offenflächen habt und Artillerie benutzen könnt, weil ihr werdet nicht drum rumkommen, Artillerie zu nutzen, weil das Imperium keine guten Nahkämpfer hat. Das hat das einfach nicht. Ihr werdet mit Artillerie, ihr werdet mit Jägern, mit Fernkampf spielen müssen, um wirklich eine Chance zu haben gegen die ganzen Echsen. Dann kommt ihr quasi an den guten Stuff ran, ne? Die Höllenfeuerraketen, die Kanonen etc. pp. Oder ihr holt sie euch halt über die Feindseligkeit, also über die imperiale Versorgung, die ihr quasi durch so ein Event bekommt. Dann eine Sache noch zu der Feindseligkeit. Es gibt immer mal wieder Events und Ereignisse. Ne? Ihr seht es halt hier, steigt und sinkt. Ist bei beiden Ereignissen drin. Da müsst ihr ein bisschen Glück haben. Es gibt quasi, ich glaube, drei verschiedene Events. Also einmal, wo es quasi steigen und wo es fallen kann. Und einmal, wo ihr Zusatzversorgungs dazu bekommt, Zusatzversorgung bekommt. Das heißt, ihr könnt dann, wenn die Feindseligkeit Stufe 5 ist oder wenn ihr quasi den Rundentimer, der abgelaufen ist und eure Versorgung quasi ankommt, wo ich ja gerade eben die ausgewählt habe zwischen den vier Sachen, kriegt ihr quasi, nachdem ihr eine von diesen Sachen ausgewählt habt, nochmal Einheiten geschenkt. Das ist immer so ein bisschen abhängig davon, was ihr im Event nehmt. Da kann man sich immer quasi einem Kurfürsten verschreiben. Ostland, Mittenland oder was weiß ich. Das hat auch immer noch einen anderen Effekt. Manchmal kriegt ihr Rekrutierungskostenreduktion. Manchmal verliert ihr Verlustverstärkungsrate oder kriegt sofort Geld oder müsst Geld bezahlen, etc. pp. Da kann man so ein bisschen was machen. Die andere Mechanik, das ist quasi, ihr seht schon, ich habe hier einen Helden bekommen, Hertwig van Hal. Das quasi hier unten rechts, Wulfhards Jäger. Ich da draufklicke, gibt es vier Helden, die eine eigene Geschichte haben. Da könnt ihr quasi hier jetzt euch den Lore-Text dazu gerne durchgucken. Jeder Held hat quasi 5 Kapitel. Und jeder Held hat andere Voraussetzungen, um ihn freizuschalten. Ich habe ihn jetzt quasi den Wohlfahrtsjäger hier, den Hertwig von Hal, den bekommt man, wenn man den Piraten, den Rebellen der Vampirküste, das ist quasi die Fraktion, die hier unten bei Luther Harkon ist, den Krieg erklärt. Das müsst ihr überhaupt nicht machen. Ihr könnt einfach warten, bis die Fraktion ausgelöscht wird. Ne? Runde 5 wurde die Fraktion ausgelöscht. Und wenn die Bedingung quasi nicht mehr erfüllbar ist, ne? Also die Fraktion gibt es nicht mehr. Und um den Hertwig van Hal zu bekommen, hätte ich dieser Fraktion, die es nicht mehr gibt, den Krieg erklären müssen. Das heißt, sollte eine Bedingung nicht mehr erfüllbar sein, wird sie quasi automatisch abgeschlossen. Das heißt, ich habe jetzt hier für Kapitel 2, um Kapitel 2 zu schaffen, müsste ich jetzt einen Charakter, irgendeinen Helden, also bewegt einen Helden in eine Region, der folgenden Rasse
quasi angehört, Vampirküste. Das heißt, ich müsste jetzt irgendeinen Helden, das heißt entweder ihn selbst oder einen anderen Helden, jetzt in eine Fraktion, in eine Region bewegen, die von der Vampirküste kontrolliert wird. Sollte es keine Vampirküstenfraktion auf der ganzen Karte mehr geben, würde die quasi auch abgeschlossen werden. Aber dann sind wir Runde 150 und dann braucht er die Dinger auch nicht mehr. Ja, das sind quasi so vier Spezialhelden. Wir haben einmal hier den Hexenjäger, dann können wir hier quasi einmal einen Zwerg freischalten, und zwar einen Zwergtechnikus. Hier unten seht ihr auch immer, in welche Richtung quasi das quasi die Spezialitäten der Jäger, der einzelnen Jäger geht. Ne, hier zum Beispiel genialer Handwerker, gewährt Zugriff auf eine einzigartige Einheit und Artillerien, außerordentliche Effizienz, kann die Munitionskapazität erhöhen und den Unterhalt der Artillerie senken. Das heißt, das sind nicht normale Helden, so wie sie quasi bei den normalen Zwergen, das ist kein normaler Technikus, sondern hätten wir so ein paar kleine Extras. Da will ich euch jetzt auch nicht spoilern, aber den könnt ihr zum Beispiel schaltet ihr frei, indem ihr einen Charakter hier hinbringt. Und zwar in Sotex Rücken. Ja, ihr müsst einfach irgendeinen Charakter nehmen und müsst ihn in Sotex Rücken bringen. Da ist natürlich der absolut prädestiniert für. Na, ihn einfach zu nehmen, wenn man ihn bekommt, und ihn dann quasi hierhin bewegen, zack, kriegt man einen zweiten Charakter. Der dritte Charakter ist, den bekommt man auch sehr, sehr schnell, und zwar Wohlfahrt, die gute, der Geist des Dschungels. Das ist eine Bogenschützin, die auch wieder so eine Waldelf-Bogenschützin, die wieder Bonus für Reichweite und Co. gibt. Die kriegen wir quasi, wenn wir zu Beginn unseres Zuges mindestens über 20 Feindseligkeit verfügen. Ne, Feindseligkeit brauchen wir quasi Level 2. Kriegen wir auch richtig schnell, weil denkt dran, jedes Mal, wenn wir eine Siedlung erobern, kriegen wir, oder eine Armee, also eine Armee besiegen und eine Siedlung erobern, kriegen wir halt einen Punkt Feindseligkeit. Das heißt, man kann quasi auf Level, auf Runde 1 kann man sich quasi diesen Helden schon holen. Die ist natürlich sehr gut prädestiniert, in die Armee zu stecken, weil die eure Fernkämpfer gut bufft. Und der letzte Charakter ist ein Paladin, der leider nicht auf einem Pferd sitzen kann. Das ist wirklich nur ein reiner Full-Tank. Also der ist wirklich richtig, richtig beefy. Und da müssen wir einen beliebigen Charakter nach Xander Hupek schicken. Also quasi hier in diese Region. Xlan Huapek. Dann schalten wir den frei. Und dann hat jeder dieser Charakter, ihr seht es halt, jeder dieser Charakter hat 5 Kapitel. Und jedes Kapitel, was wir quasi schaffen, gibt irgendeine andere Art von Belohnungen. Nur so zum Beispiel, wenn wir ihr zweites Kapitel schaffen, kriegen wir eine coole Waffe für sie. Oder wenn wir sein zweites Kapitel schaffen, kriegen wir auch, glaube ich, ein cooles Item. Ne? Muss man immer ein bisschen gucken. Er hat jetzt quasi auf Kapitel 2, hat er keine Belohnung. Ah, gut, dann müsste man gucken, was passiert bei 3, bei 4, bei 5. Da werde ich euch jetzt aber nicht spoilern. Das dürft ihr alles gerne selber ausklamüstern. Von der Wertigkeit kann man den hier komplett ignorieren. Der ist komplett Bullshit und komplett nutzlos. Es ist halt leider nur ein einfacher Hexenjäger. Wir können ja mal reingucken. Das heißt, er gibt hier quasi einfach dieses Durchwühlen. Wir kriegen quasi mehr Beute nach der Schlacht, wenn wir ihn da reinführen. Und er hat quasi von Rache getrieben. Das heißt, er gibt nochmal diplomatische minus 10 beim Kampf mit Vampirküste. Also, ihr kriegt diplomatische Bali. Und er selber kriegt halt Nahkampfangriff und Nahkampfabwehr, meine Fresse, beim Kampf gegen Vampirfürsten, Vampirküste und Gruftkönig. Alles sehr gut. Hexenmeister sind aber generell sehr, sehr nutzlos, da ihre einzige Aufgabe, ihr Purpose quasi ist, Helden und große Einheiten rauszunehmen, und ihr seid eine Fernkampfarmee, ihr kriegt später auch Musketen durch die imperiale Versorgung, ihr habt Kanonen. Er hat halt leider auch keine guten Perks hier oben. Er bringt quasi Sigmas Wille mit, was die Korruption in der lokalen Provinz senkt. Ja, cool, ist ganz nett, ist aber auch unwichtig, da die Echsen hier unten meistens eh gewinnen und Echsen haben keine Korruption. Und das andere, was er quasi hat, ist Werkzeug der Wahrheitsfindung, was ihm nochmal Bonus gegen große Feinde gibt. Auch wieder useless, ne, wie schon vorhin erwähnt. Also, das quasi, den braucht ihr nicht in eure Armee mit reinnehmen. Da könnt ihr einfach eine normale Bogenschützeneinheit mit reinnehmen oder einen normalen Jäger mit reinnehmen. Der macht das 100-mal besser als das, was der kann. Ihn könnt ihr quasi als Agent benutzen, um euch alle anderen Helden freizuschalten. Und einfach als so Agent, der in eurer Armee dann mitlaufen kann. Ne? Er kann quasi dann Siedlungen manipulieren. Er kann, was kann er dann alles? Warte,
Okay, ihr seht, er kann quasi Mauern beschädigen, er kann Armeen blockieren und er kann Helden töten. Das heißt, ihr habt hier einen, der quasi alles kann, was ihr haben wollt. Armee blockieren, um gegnerische Armeen abzufangen, die vor euch wegrennen. Oder zu verhindern, dass sie euch erreichen, wenn ihr eine Runde Regeneration braucht. Attentat ist sehr gut, um gegnerische Magier rauszunehmen, was viel Kampfpotenzial wegnimmt. Oder irgendwelche lästigen Helden rauszunehmen. Mauern beschädigen ist geil, um wenn ihr eine Mauer quasi... wenn ihr quasi belagern wollt, ohne Belagerungstürme zu bauen oder einfach schon Löcher in den Mauern haben wollt, wäre halt auch das eine gute Sache. Das heißt, ihn benutzt ihr quasi einfach nur neben der Armee zum Mitlaufen. Und er macht halt auch die Korruption weg in der Provinz, in der er steht. Das heißt, ja. Alle anderen drei würde ich euch empfehlen, die Armee mit reinzunehmen. Müsst ihr gucken, man kann den guten, man kann die gute, wie heißt sie denn hier? Ach, steht hier gar nicht. Man kann die gute Waldelfenbogenschützin, die ihr kriegt, später auch rausnehmen, um eventuell in einer zweiten Armee zu machen, da die Buffs, die die Waldelfe quasi mitbringt, sich so ein bisschen mit den Buffs schweigen, den der Zwerg mitbringt. Das heißt, der Zwerg ist ein ganz klassischer Technikus, ne, der eure ganze Armee quasi flatmäßig bufft. Und die Waldelfe kann das quasi auch. Ja, man könnte die natürlich beide in eine Armee nehmen, aber man kann die quasi auch ein bisschen auseinanderziehen, weil ihr wollt ja später auch noch einen Magier mit dabei haben, ihr habt noch einen Kommandanten dabei und den will man halt eigentlich auch mitnehmen, weil der auch ziemlich, ziemlich gut ist, weil der nämlich sehr tanky ist. Und so einen Tanky-Charakter kann man doch sehr, sehr gut gebrauchen. Noch, da euch echt nicht erzählen muss, was passiert mit euren armen imperialen Schwertkämpfern, wenn ihr gegen Gegner kämpft, die 25% mehr Waffenstärke haben. Ja, da betrifft Dahinschmelzen eine ganz andere Sache. Ja, das ist quasi die zweite Mechanik. Ich würde euch empfehlen, versucht das zu machen. Sind echt ein paar coole Belohnungen, ein paar coole Buffs frei, die die freischalten können. Versucht die euch quasi zu holen und sie quasi auch aufzuleveln durch ihre Kapitel. Ja, müsst halt immer verschiedene Aufgaben erfüllen. Gut, dann lange Rede, kurzer Sinn. Gucken wir uns nochmal Markus Wulfhard an. Erstmal... ist ein ganz klassischer Fernkampf-Lord. Das heißt, er möchte überhaupt nicht in den Nahkampf. Wir sind quasi einer, der auf Reichweite, 180 Reichweite, 309 Geschossschaden, Rüstungsdurchbrechen mit Bonus gegen große Feinde. Ihr seht es schon, nochmal 120 Punkte Bonus gegen große Feinde. Das heißt, wenn der was kann, ist auf Reichweite Monster-Snipen. Na, das ist so richtig sein Ding. Dann haben wir noch eine sehr nützliche Fähigkeit. Wir haben Vorhut, Aufstellung und in Bewegung schießen. Und wir schießen im 360-Grad-Winkel um uns rum. Das heißt, wenn der Gegner keine schnellen Einheiten hat, ne, aufpassen, wir sind nur mit 36 unterwegs. Das heißt, da ist sehr schnell alles viel schneller. Können wir quasi den Gegner quasi schon mal beschießen, während er zu uns kommt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, er bekommt ein paar Buffs. Also ein paar Fähigkeiten. Das erste ist der konzentrierte Schuss. Das ist quasi ein Geschosszauber. Den könnt ihr quasi nur auf eine Einheit anwenden, die nur aus einem Individuum besteht. Das heißt, das geht nur auf Single-Target-Einheiten. Ne, ihr könnt es nicht auf Infanterie- oder Kavallerie-Regimenter machen, sondern nur auf diese Single-Target-Einheit. Und das ist quasi ein Execute-File. Und zwar, ihr seht hier, skaliert der Geschossschaden gegen Gegner mit geschädigter Gesundheit. Das heißt, je mehr Leben er verloren hat, desto mehr Schaden macht das Teil. Das heißt, ich würde euch so raten, hebt euch auf, das Ding kann auch 2 Minuten Cooldown. Entweder ihr verschießt es ganz am Anfang, um ein ganz bisschen Chip-Damage zu machen, oder ihr wartet, bis der so ungefähr unter 25, unter 20%, dass ihr den dann reindrückt. Weil dann pfeffert er richtig gut und dann braucht es nur noch 1, 2 normale Schüsse von ihm oder mal schnell eine Salve von jemand anders und dann ist halt ne, großer Dino tot, Held tot, etc. pp. Dafür könnt ihr ihn quasi benutzen. Der wird später sich auch noch upgraden und er bekommt auch noch andere Zauber, die so ähnlich funktionieren. Aber das Einzige, was hier als Nachteil angeziffert werden muss, ist, ihr braucht eine Sichtlinie zum Ziel. Das heißt, ihr müsst den Gegner sehen. Das heißt, ihr könnt nicht über Hügel rüberschießen. Durch Wälder würde ich den auch nicht durchschießen, weil Geschosszauber, ne, bleibt halt hängen. Ihr solltet keine Einheiten vor ihnen stehen haben, ne? Der muss quasi eine freie Sichtlinie, ihr müsst quasi eine Linie mit dem Finger ziehen können zum Gegner, da darf nichts dazwischen stehen, weil sonst wird der A abgefangen, B bleibt irgendwo hängen, der Spell buggt rum, also wird quasi nicht ausgeführt, weil dann irgendwas irgendwo dazwischen steht. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Sonst so, vom Schaden, ihr seht es halt schon, sehr hoher Fernkampfschaden, 330 Punkte mit 69% Rüstungsdurchbrechen. Das heißt, auch gegen die großen Gepanzerten ist der sehr, sehr gut. Explosionsschaden brauchen wir uns nicht angucken. Wie gesagt, der ist wirklich nur gegen einzelne Einheiten sehr, sehr gut.
Ja, sonst, wie gesagt, Rüstung, Nahkampf, Nahkampfabwehr. Ja, er kann im Nahkampf kämpfen. Das ist gar nicht das Problem. Aber 50 Punkte Rüstung, 3000 Leben, 271 Punkte Waffenstärke. Ja, kann man ein bisschen Infanterie mit zerschreddern, ne? Aber das war's dann auch schon. Sonst wirklich versuchen auf Fernkampf und wirklich die Einheiten rauszufokussen, die, ne, so die Key-Einheiten beim Gegner rausnehmen. Dann hat er noch flinke Füße. Das gibt quasi nochmal Beschleunigung und Geschwindigkeit. Sollte kein Feind in Fähigkeitsreichweite sein. Das heißt, wenn der Gegner wirklich nur Infanterie hat, die ungefähr genauso schnell ist oder auf 40er Geschwindigkeit kommt, seid ihr, solange kein Feind in euch quasi 70 Meter Reichweite rankommt, seid ihr trotzdem immer noch schneller. Ne? Ihr habt eine höhere Beschleunigung, das heißt, seid schneller auf Maximalspeed und habt halt nochmal mehr Maximalgeschwindigkeit. No. Sonst hat er noch ein bisschen Geschossresistenz mit. Und die klassische Sache, ne, ermutigen ist immun gegen Psychologie, was sehr, sehr gut vor allem gegen Monster und Co. ist, weil die halt alle Angst und Entsetzen haben und auch gegen Untote. Er ist Schleicher, das heißt, er ist auf jedem Gebiet verdeckt. Das zusammen mit Vorhutaufstellung und in Bewegung schießen kann man halt wirklich versuchen, zum Beispiel so ein Squishy Lord oder so, wenn es ein Magier oder sowas gibt beim Gegner, wirklich versuchen, am Anfang der Schlacht sich nah ranstellen und da wirklich zwei, drei, vier Sachen draufschießen. Während man natürlich dann zurückläuft und versucht schon mal, ne, die wichtigen Sachen rauszunehmen. Jo, dann zu seinen Fähigkeiten. Die ersten beiden Bäumchen brauchen wir sich angucken. Das ganz klassischer imperialer Schnickschnack. Habe ich alles in meinem Standard-Tutorial Karl Franz Video schon alles erklärt. Und dann haben wir quasi zwei persönliche Bäume. Wir haben auf ihm einen Nahkampfbaum und wir haben auf ihm einen Fernkampfbaum. Das, was beim Nahkampfbaum herausgehoben werden muss, sind die Breaking Points. Zwar ist es einmal Fangnetz des Jäger. Das ist quasi einen AOE-Bereich, einen Fluchbereich in 35 Meter quasi Effektreichweite. Ihr könnt das 100 Meter Reichweite entfernt von Markus Wulfhardt setzen. Und in diesem Bereich werden quasi für 11 Sekunden alle Einheiten festgehalten. Das ist quasi wie der Netzspell aus der Lehre der Magie, des Lichtes, aus der Lichtschule. Ich kann den euch nochmal zeigen. Ja, das ist quasi wie. Wo haben wir sie denn? Nee, nicht weiß, nicht Himmel. Wo ist Licht? Da. Ist quasi wie der Netzspell. Wie quasi der upgradete Netzbell, weil der upgradete Netzbell quasi auch im Bereich, auch 35 Meter Effektreichweite, hält der quasi alle Gegner fest und das gleiche kann halt quasi Markus Bullfahrt auch einsetzen. Gibt 90 Sekunden Cooldown und kann dreimal eingesetzt werden. Ist natürlich sehr, sehr stark, weil auch ich gesagt habe, ihr werdet viel Wald haben, aber ihr werdet nicht drum rumkommen, auf Fernkampf zu spielen, einfach durch diese Feindseligkeitsmechanik. Ihr werdet nie in der Lage sein, im Nahkampf irgendwas zu matchen, weil der Gegner halt immer diese Buffs dazu bekommt, wenn ihr in diesen Punkten seid. Und ihr seid sehr, sehr schnell bei 5 Punkte Feindseligkeit, glaubt mir das. Ihr müsst ja nur 5 Schlachten schlagen, dann seid ihr ja schon da. Ne? Und ab 3 Schlachten kriegt der Gegner ja schon Buffs. Das ist halt, ne? Also im Nahkampf braucht er hier gar nicht groß fokussen. Nahkampf ist wirklich nur zum Opfern und zum Aufhalten da. Ihr werdet auch, wenn ihr auch, selbst wenn ihr im Wald kämpft, werdet ihr sehr viel mit Jägern und Fernkämpfern spielen wollen, da ist das natürlich sehr, sehr nett. Der andere Teil hier hinten ist quasi Falle des Jägers. Das ersetzt das Fangnetz. Das heißt, wir bekommen quasi eine upgradete Variante. Das heißt, die Dauer erhöht sich auf 22 Sekunden. Hier sind es 11 Sekunden. Das heißt, wir verdoppeln die Dauer. Sonst funktioniert der Spell genauso wie auch vorher. 90 Sekunden Tudorf, 3 Einsätze. Kann man überlegen, ob man das wirklich skillt. Wie gesagt, ihr werdet vom Nahkampfbaum nicht viel haben. Alle diese Stats, die ihr quasi hier erforscht, mein Leben und Rüstung, kann man noch drüber nachdenken, über Leben und Rüstung, dass man 2 Punkte Leben, 2 Punkte Rüstung sich holt und dann das Fangnetz holt und dann aufhört. Aber hier hinten sowas wie Nahkampfangriff, Moral, Nahkampfabwehr, Waffenstärke, das sind halt alle Stats, die quasi vergeudet sind. Meiner Meinung nach. Also ich würde euch sagen, wenn ihr den Nahkampfbaum machen wollt, wenn ihr sagt, ja, ich will dieses Fangnetz, ich brauche das, es ist wirklich sehr, sehr schön, damit zu spielen, dann nimmt's mit. Ne? 2 Punkte Leben, 2 Punkte Rüstung reicht vollkommen aus, um hier hinzukommen, aber weiter würde ich nicht skillen. Dann würde ich erstmal seinen Fernkampfbaum durchmachen und da wird's jetzt kriminell. Ihr werdet sehr schnell merken, das ist ein DLC-Lord. Jetzt wird's kriminell. Jetzt kommt wieder der Reticulus raus. Und zwar, erstmal gibt's Abkühlzeit 25% auf konzentrierter Schuss.
Konzentrierter Schuss war unser Execute-Spell. Einfach mal 25% weniger. Das heißt, wir müssten dann bei 90 Sekunden Cooldown sein. Oder? 3, 6, 9, 12. Ja, bei 90 Sekunden Cooldown sein. Dann gibt es hier noch einmal Meisterschütze, was die Reduktion der Nachladezeit um bis zu 12% sinkt. Dann haben wir zerstört das Herz, was nochmal 15% Geschossstärke oben drauf bringt. Wir haben hier auch nochmal gesichert und geladen, was Geschwindigkeit 15% und nochmal mehr Munition gibt. Ihr seht schon, wenn ihr mehr Damage haben wollt, geht auf jeden Fall in diesen Baum. Dann gibt es wirklich und wahrhaftig, das ist quasi ein AOE-Effekt, der um ihn herum wirkt. In 35 Meter Reichweite, wirkt sich auf alle Verbündeten aus und erhöht den Schaden durch rüstungsfähige Geschosse, grundlegenden Geschossschaden und die Nachfähigkeit um 5 Punkte. Das ist natürlich richtig geil, vor allem die Nachladefähigkeit und auch der Geschossschaden, der wird auch bei Jägern quasi verdoppelt. Warum der verdoppelt wird, kommen wir gleich noch dazu, aber diese Passive versucht quasi eure Jäger so aufzustellen. Ich habe euch das auch im Armee-Tutorial, glaube ich, ein- oder zweimal gezeigt, dass ihr quasi den Markus Bullfight in die Mitte stellt und dann quasi in so Blockformation versucht, alle Jäger in diese Reichweite zu machen, quasi in diesen Passivbereich reinzumachen oder so viel wie möglich dort reinzumachen. Das klingt zwar erstmal nicht viel, 5% mehr Geschossschaden und also rüstungsfähiger Geschoss und grundlegender Geschossschaden, das klingt erstmal nicht viel, aber dazu kommen wir noch, das ist bei ihm richtig, richtig geil und die Nachladefähigkeit ist sowieso immer bei Schützen, weil Schützen sind durch ihren Schaden nur limitiert, weil sie nachladen müssen. Je schneller ihr schießen könnt, desto besser ist die Chance. Dann kriegen wir noch einen anderen Spell, und zwar kriegen wir Henker. Wir ersetzen quasi konzentrierter Schuss, verlieren wir, kriegen dafür Henker, macht einfach mehr Damage, hat aber genau, funktioniert genauso. Ihr kriegt einfach mehr Schaden. Wir gehen auf 620 Base Damage hoch im Fernkampfschaden von 330. Das heißt, fast das Doppelte an Schaden bekommen wir. Wir haben auch wieder Execute Schaden drauf. Wir verlieren wie 2 Punkte Rüstungsdurchbrechen. Echt? Okay, wir verlieren 2 Punkte Rüstungsdurchbrechenden Schaden. Who cares bei doppeltem Damage? Funktioniert genauso wie der konzentrierte Schuss. Ihr habt dann 90 Sekunden Abklingzeit drauf, habt auch 3 Einsätze davon, nicht mehr 2 Einsätze. Damit könnt ihr halt quasi alles umbringen, was so unter, keine Ahnung, 25%, 20%. Da ist dann halt, nach dem Schuss ist danach nicht mehr viel über von dem Monster oder der Single-Target-Einheit. So, dann wollte ich euch mal vorstellen, jetzt wird's gut. Jetzt kommt der gute Ridiculus wieder aus dem Schrank. Und zwar sein Spezialbaum. Wir fangen erstmal ganz unspektakulär an. Wir kriegen +2 zu Rang der Rekrutierung. Das heißt, wenn wir neue Einheiten rekrutieren, das betrifft nicht die imperiale Versorgung, sondern nur Einheiten, die wir wirklich regulär aus Truppengebäuden rekrutieren können, kriegen wir 2 Ränge oben drauf. So, dann gibt es einmal unangreifbar. Das ist auch alles noch harmlos. Bisschen Nahkampfabwehr, Geschossresistenz. Immer sehr, sehr geil. Kann man mitnehmen. Meister der Überlegenskunst ist schon ein sehr, sehr schöner Perk. Wir kriegen nochmal Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte 5%. Wir kriegen mehr Kampagnensichtfeld 10%. Und wir kriegen eine Verlustverstärkungsrate von 6%. Auch alles noch sehr, sehr nett. Dann, ich hatte ja schon gesagt, der unterstützt seine Jäger. Das heißt, wir verlieren nochmal 15% Unterhalt für Jäger und Bogenschützenarmee des Kommandanten. Das heißt, wir kriegen hier einmal 50% Base, dann nochmal 15% hier. Das heißt, wir kriegen unsere Elite-Einheiten, die Jäger, für wirklich sehr, sehr wenig Geld pro Runde. Das heißt, wir sparen hier wirklich richtig, richtig Asche. Dann gibt es noch Nahkampfangriff für Jäger. Ja, ist okay. Jäger können halt auch zur Not im Nahkampf ein bisschen was machen. Und wir kriegen nochmal Geschossstärke 10% für Jäger und Bogenschützen. Ich habe bis jetzt alles noch zwar gut, aber noch nicht broken. Der brokene Shit kommt jetzt. Und zwar Doppelschuss Munition. Zusätzliche Geschosse für Jäger, Armee des Kommandanten. Und nochmal Reduktion der Nachladezeit für ihn 8%. Aber das macht genau das, was es ist. Jäger schießen jetzt nicht einen Pfeil, sondern 2 Pfeile pro Schuss. Das heißt, mit diesem einen Punkt könnt ihr quasi den Damage Output eurer Jäger verdoppeln. Mit einem scheiß Skillpunkt. Das heißt, wenn ihr Markus Wohlfahrt habt, 5, 6 Jäger habt, ihr gewinnt die Schlacht. Ihr müsst nur lange genug dafür sorgen, dass eure Jäger lange genug schießen können. Ihr gewinnt die Schlacht.
Deswegen war auch die Sache, ist das Ding hier richtig geil, weil die 5% Schaden ja auf jeden Schuss applied werden. Und wenn ich quasi zweimal so schnell schieße, ist der Boni natürlich viel, viel krasser. Vor allem die Nachladefähigkeit wird ja viel, viel stärker, weil je schneller ich zweimal schießen kann, es ist lächerlich. Eure Jäger gehen dann auf ungefähr auf 30 Paper Damage hoch, 30 Geschossstärke Paper Damage mit Bonus gegen große Feinde auf Level 1. Ja, auf Level 1. Wir reden hier noch nicht von, ne, wenn die dann Erfahrungsränge bekommen, werden die ja noch besser. Wir reden hier nur von Level 1, von Basis. Da sind noch nicht die 10% Geschossstärke hier mit drinne. Es sind noch nicht die, wo haben wir sie hier, die Geschossstärke 8% nochmal drinne. Es ist noch nicht der Geschossstärke-Buff, den ihr von ihm, von dem Jäger, von dem Technikus bekommt, von einem seiner Jäger. Also, wir sind hier dann irgendwann so, wenn die dann Goldrang sind, und das werden die dort ganz, ganz schnell Goldrang, sind wir dann irgendwann Paper Damage bei 60 Punkten plus. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Bogenschützen, also Jäger, 160er Reichweite, na, ein bisschen mehr kriegen sie. Der Technikus gibt ja auch noch Reichweite dazu, mit irgendwie 60 Punkten Base Damage. Die schießen zweimal oder so, und dann ist Monster tot. Also, das sieht zwar nicht viel aus, dieser Punkt, aber dieser Punkt macht das wirklich. Oh, muah, ihr werdet Jäger lieb, wenn ihr das spielt. Das ist so geil, das macht so Bock, damit zu spielen. Ihr müsst nur ein bisschen gucken. Eure Munition geht natürlich sehr, sehr fix raus. Das heißt, wenn ihr diesen Punkt nehmt, würde ich euch auf jeden Fall auch die Pistolierkorps empfehlen. Die solltet ihr sowieso machen, aber ihr solltet erst die Pistolierkorps haben, bevor ihr die Fingerfertigkeit nehmt, weil die Munition plus 20% ist doch wirklich sehr, sehr nett. Ihr habt nur 22 Schuss. Wie gesagt, ihr schießt 2 Schuss pro Seite, ihr könnt 11 Schüsse abschießen. Das dauert 1 Minute, dann sind die leer. Ne? Also mehr Munition, überall, wo ihr Munition herkommen könnt. Ne? Ihr kriegt ja auch noch vom Technikus Munition etc. pp. Aber so viel wie möglich Munition auf diese Jäger drauf, weil die carryen euch hardcore. Dann haben wir als letzten Punkt noch, das ist auch ziemlich lustig, ermöglicht Abspalten, Attacken und mehr Reichweite. Und zwar Abspalten, Attacken nicht nur im Nahkampf, sondern auch im Fernkampf. Das heißt, die Kombo ist jetzt folgendermaßen: Ihr wählt das Ziel, was ihr auslöschen wollt, greift ihr mit Markus Wulthav einmal an. Ihr müsst es einmal anschießen. Dann nehmt ihr eure 5, 6 Jäger, die ihr habt, macht einmal einen Angriffsbefehl auf das Dings. Die schießen alle einmal ihre Salve ab, also ihre 2 Pfeile dann ab, kommen quasi 10 Schuss dann quasi an bei 5 Jägern, und dann ist tot. Dann ist das auch egal, ob das ein Drache ist, ob das ein heiliges Stegadon mit Göttermaschine ist, ob das ein, keine Ahnung. Das Einzige, was das überleben könnte, wäre vielleicht eine Schreckensechse. Da braucht er vielleicht noch eine zweite Salve. Das ist auch eine Schreckensechse tot. Na, also, damit könnt ihr wirklich sagen, die tot, die tot, die tot. Das ist dumm. Abspalten Attacken sorgt dafür, dass die Gegner weniger Rüstung haben. Und Rüstung reduziert den Schaden durch Fernkampfangriffe. Absolut megamäßig geil. Das einzig große Problem, was diese Armee quasi hat, ist physische Resistenz. Da ihr keine Möglichkeit habt, magischen Schaden auf eure Jägerinfanterie, auf eure Jägerschützen zu bekommen. Na, ihr seht halt hier nirgendwo magischen Schaden. Ihr bekommt halt keinen flat magischen Schaden auf eure Jäger drauf. Das heißt, sollte der Gegner dann irgendwann mit irgendwie einen Kommandanten haben oder so, der dann mit 60, 70% physischer Resistenz und in Kombination noch mit Rettungszauber oder so rumläuft, ha, den Ziel in Damage zu machen, wird dann doch auch recht schwer. Aber ehe ihr quasi auf solche Gegner trefft, ist das, dann habt ihr so viele Armeen, das ist eigentlich nicht das Problem. Ja, es gibt halt nur so ein paar, zum Beispiel, es gibt von Itza, der Itza-Kommandant, wie heißt da? Ich komme bei den Echsen immer durcheinander. Die heißen alle gleich. Wie heißt der Itza-Kommandant? Aber ihn. Itza, 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 Itza. Wo ist er?
Der Weiße. Gorok. Der ist so ein Kandidat, der startet halt schon mit 15% physischer Resistenz. Und der kann halt, wenn er Items bekommt, etc., ne, Skillbaum, weiter, der könnte halt kleines Problemchen werden irgendwann später. Der kommt dann auch locker auf 50% physische Resistenz. Dann kann er sich nochmal wie 30% Geschossresistenz geben, etc. pp. Ne? Durch den Buff hier kann er sich auch nochmal 40% physische Resistenz geben, alle 60 Sekunden für 24 Sekunden. Also der könnte dann doch schon eine Hausnummer zu knacken sein, weil euch der magische Schaden fehlt. Aber das macht dann Markus Bulfert. Ja, also einem Helden magischen Schaden zu geben ist gar kein Problem. Jetzt kommen wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen. Aber ja, wie gesagt, Fingerfertigkeit in Kombination mit dem teleskopischen Ziel könnt ihr quasi alles One-Tappen, was euch vor die Flinte kommt. Na, wer braucht Musketenschützen, wenn man das hat? Dann haben wir noch Großjagdmarschall. Das gibt der ganzen Armee Vorhutaufstellung, was natürlich sehr gut ist. Wir haben eine 100% Hinterhaltchance. Das heißt, wir sind sowieso mehr so eine Hit-and-Run, beziehungsweise, nein, nicht ganz Hit-and-Run, sondern so eine Überfall-schlagartig bursten und dann sind die Gegner alle tot. Das heißt, wir können auch auf den Karten gucken, ob wir irgendwie unsere Kavallerie in Flankenposition anbringen, etc. oder so. Das ist schon sehr, sehr nett. Und was noch viel geiler ist, unsere gesamte Armee ist immun gegen Psychologie. Und das große Problem, was wir haben, wenn wir gegen Echsen, Untote und Orks kämpfen und auch Dunkelelfen, sie bringen sehr viele Monster mit und sehr viel Moralschaden im Sinne von Angst und Entsetzen. Und immun gegen Psychologie ignoriert halt Angst und Entsetzen. Das kommt vor allen Dingen unserer Kavallerie zugute und unserer Frontline zugute. Die Schützen brauchen das jetzt nicht so unbedingt, aber Kavallerie und Frontline und Helden, die profitieren da sehr, sehr stark von. Also auch ein sehr schöner Perk. Und das schätzt man gerne mal, aber glaubt mir, das ist sehr gut und werdet ihr auf jeden Fall brauchen. Jo, dann haben wir noch Pferdelunge. Haltet die Linie, das sind so ganz klassische Sachen, ne? Buffen wir quasi im 35 Meter Effektreich um uns herum nochmal Nahkampfabwehr und Führerschaft für alle Verbündeten. Das heißt, wenn wir unsere Armee so aufstellen, dass Markus Wohlfahrt an 35 Meter Effektreichweite nicht nur den großen Anteil unseres Fernkampfblobs bekommt für den Buff, sondern auch noch ein bisschen in der Nahkampflinie bekommt, ist das schon sehr, sehr nett. Ja, dann nochmal Geschossresistenz und Mentor. Außerdem besitzen wir eine Aufgabenschlacht. Deswegen sagte ich ja, ist das gar kein Problem zwecks magischen Schaden. Wir haben quasi mit Level 7 kriegen wir eine Aufgabenschlacht. Wenn wir die quasi machen, kriegen wir den Bärensteinbogen, der uns magische Angriffe gibt. 15% nochmal Geschossstärke obendrauf und uns eine Fähigkeit gibt, und zwar Bärensteinbogen. Bernsteinbogen ist auch wieder ein Geschosszauber. Ihr seht es ja auch wieder, 165 Fernkampf, 95 Geschoss, Explosionsschaden. Alles ungefähr bei 70% rüstungsdurchbrechend. Der Fernkampf ist sogar mit magischem Angriff noch dazu. 52 Meter Reichweite, 2 Minuten Abklingzeit, 2 Einsätze pro Schlacht. Das ist ein sehr, sehr starker, ist so eine kleine Salve schießt. Der schießt zu 5 Geschosse, die quasi auf Reichweite aufprallen. Hier ist auch wieder das Problem, ihr braucht eine Sichtlinie. Sonst ist das quasi einfach, wenn ihr das auf ein großes Monster, auf einen Helden, ne, auf irgendwelche Prio-Targets draufhauen könnt, haut's drauf. Es ist okay, ja, Damage. Solide. Solltet ihr einen anderen Bogen finden, das wird sehr schwer, aber manchmal findet man auch andere Waffen tatsächlich, andere Fernkampfwaffen. Es gibt sehr wenig Fernkampfwaffen im Spiel, die man quasi kriegen kann, aber manchmal findet man ja welche. Könnt ihr den quasi auch austauschen. Der ist nicht gesetzt. Die Fähigkeit ist zwar nett, das ist ja gar kein Ding. Die Geschossstärke, die noch dazukommt, magische Angriffe, ist quasi alles, was man eigentlich von einem Fernkampfbogen haben will. Man kann ihn aber auch austauschen gegen irgendwas anderes. Ne? Man kann ihn gegen eine Debuff-Waffe austauschen zum Beispiel. Dann sagt man, okay, ich verzichte auf den Bonus im Fernkampf und gebe ihm eine Debuff-Waffe, um irgendwie den Nahkampf um mich herum nochmal zu debuffen, wenn man das unbedingt braucht. Ne? Ihr müsst ihn ja nicht so spielen wie ich, sondern man kann ihn ja auch mehr so Close Support für Frontline oder so benutzen. Oder was gibt's denn noch? Es gibt zum Beispiel auch noch Waffen, die bestimmte Spells oder Eigenschaften gebunden haben, ne? Könnt ihr zum Beispiel auch überlegen, ob ihr dem sowas gibt oder so. Also ihr seid da nicht wirklich gelockt auf den. Der ist cool, den könnt ihr euch auch holen. Die Schlacht ist auch nicht schwer, die ist quasi für Level 7 angepeilt, ist auch easy peasy machbar. Aber ja, guckt da einfach mal ein bisschen. Gut, das war dann der Skillbaum. Technologisch hat sich hier nicht viel verändert. Es gibt eine Sache, die ich hervorheben möchte. Und zwar sind das
hier unten die Jagd, ja, Jagdvormärsche. Wir haben vier neue Forschungen dazu bekommen. Das ist einmal die Jägergilde. Die gibt uns Rang bei Rekrutierung +2 für alle imperialen Versorgungen. Ne, imperiale Versorgungen waren die Einheiten, die wir quasi durch das Event bekommen. Kriegen immer noch zwei Ränge dazu. Und dann später auch noch auf Kolonialfestung, was Verlustverstärkungsrate 10% gibt und Kontrolle +1. Ist natürlich richtig, richtig geil. Ne? Verlustverstärkungsrate ist immer eine coole Sache. Eure Nahkampflinie wird immer leiden. Ne? Eure Nahkampflinie, eure Kavallerie, die werden immer leiden. Wenn die schneller wiederherstellen können, umso besser. Das andere, was ich euch ans Herz legen würde, auch wirklich zu machen, ist die zweite Sache, und zwar einmal fangen wir mit Logistik zur See. Das ist jetzt noch nicht ganz so wichtig. Ich meine, es gibt in Lustria viele, viele Häfen. Da kommen auch jedenfalls Baukosten und auch Bauzeit. Das rentiert sich auf jeden Fall. Aber das, wo ich auf hinaus will, ist das hier. Imperiale Verstärkung. Erhalte mit jeder imperialen Versorgungslieferung zusätzliche Verstärkungen. Das heißt, sollten wir kein Event bekommen innerhalb des Zeitraums, die wir hier quasi aufbauen, bis quasi wieder so eine Verstärkung kommt. Da muss ja kein Event kommen, da kann ein Event kommen. Bekommen wir quasi immer Zusatztruppen. Das heißt, es sind immer Zusatztruppen dabei, die wir quasi dann bekommen. Das sind meistens, das hängt halt davon ab, wie hoch wir quasi hier sind. Solange wir quasi hier auf, ne, hier auf, das ist immer fortschrittliche, genau. Wenn wir hier dann quasi auf fortschrittliche imperiale Versorgung kommen, dann sind das sowas wie Hellebardiere, Musketen etc. Wenn wir dann auf imperiale, quasi imperiale Eliteversorgung kommen, dann kann da halt auch mal eine Kurfürstentruppe oder auch mal eine richtig gute Kavallerie dabei sein etc. pp. Sowieso noch so eine Sache, so ein kleiner Nachtrag. Diese Kurfürstentruppen, die ihr ja normalerweise ja rekrutieren könnt, die quasi aus Imperiale, kann ich jetzt nicht machen, da ich keine mehr habe, bekommt ihr quasi durch, wenn ihr quasi diese Eliteversorgung bekommt. Das heißt, ab 60 Punkte kann quasi in diesem Event, was aufploppt, wo ihr euch auswählen könnt zwischen vier Optionen, können halt auch die Kurfürstentruppen dabei sein. Das kann auch wieder manipuliert werden durch Events etc. pp. Aber da könnt ihr dann quasi auch noch auf die Kurfürsten zugreifen. Gut, dann natürlich der Punkt, der die ganze Sache hier schwierig macht. Allein die Mechanik ist schon nervig, weil ihr eure Gegner bufft. Aber was das wirklich richtig schwer macht, ist eure Startposition. Ihr habt hier unten niemanden, der euch leiden kann. Der einzige Freund, den ihr eventuell haben könntet, ist der Albrecht Bordelot von hier unten. In meinem Testspiel hat der Hampelmann mich aber auch einfach angegriffen. Keine Ahnung warum. In meinem Testspiel hat er mich einfach angegriffen und da musste ich ihn wegmachen. War nervig. Rein theoretisch ist das aber euer einziger Freund hier unten. Alles andere hasst euch. Die Vampirküste hasst euch, die Echsen hassen euch sowieso, ne, weil ihr bekommt ja hier oben immer mehr diplomatische Beziehungsmali mit den Echsen. Die Skaven, die hier unten sind, hassen euch. Die Orks, die hier sind, hassen euch. Hier hinten sind die Dunkelelfen, die hassen euch. Das heißt, diese Kampagne ist halt wirklich sehr, sehr glücksabhängig. Wer erklärt euch den Krieg und wann? Das große Problem ist nämlich, wenn ihr jetzt quasi auf Runde 1 zurückgehen, wir besiegen die Armee hier, erobern die Stadt. Da gibt es ein großes Problem. Wir sind hier in einem ungenehmen Klima. Das heißt, unsere Verlustverstärkungsrate in diesem Gebiet ist sehr, sehr schlecht. Wir kriegen -8%. Imperiale haben eh keine gute Base-Verlustverstärkungsrate. Die sind sehr abhängig von Gebäuden etc. Ihr habt quasi null Verlustverstärkungsrate an diesem Punkt. Das Problem ist, dieser Punkt ist quasi der Knubbel, um den es geht. Da natürlich kann die KI, wenn ihr später mit den Orks im Krieg seid, kann die auch hier unten lang gehen, aber die greift meistens dann Spektesuma an, die Orks, wenn sie euch den Krieg erklären. Das heißt, dieser Punkt ist so dieser Durchgangsknubbelpunkt. Wenn hier hinten irgendwas kommt, Echsen, Dunkelelfen, hier unten sind auch Khorne und Tsin-Fraktionen, die euch den Krieg erklären, etc. pp., die werden dann quasi versuchen, wahrscheinlich immer hier oder hier eins von beiden Punkten anzuvisieren. Genau wieso, wenn sie von hier hinten kommen, bleiben sie entweder an der Stadt hängen oder schieben sich halt hier durch. Das heißt, ihr habt hier quasi einen Choke Point, der A teuer ist auszubauen, B habt ihr hier sehr schlechte Verlustverstärkungsrate und ja, das ist auch schon genau das, was diesen Punkt so dämlich macht, warum auch immer man denen das so machen musste. Ich mag das nicht, aber naja. Müsst damit leben. Denkt dran, solltet ihr auf Verlustverstärkungsrate hoffen, stellt's in die Hauptstadt oder in die Tempel von Kara, also Spektesuma. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn.
Armee platt machen, Armee einnehmen. Dann kriegt ihr das Event mit eurer imperialen Verstärkung recht bald. Wir haben standardmäßig 4. Wir haben eine Armee platt gemacht, eine Stadt eingenommen. Dann haben wir quasi 2 Punkte Feindseligkeit aufgelevelt. Dann dürften wir noch 2 Runden oder so haben. Eine Runde. Je nachdem, wenn ihr dann natürlich... 20 Punkte war die, ne? Die kommt erst ein bisschen später. Ja, ne, 20 Feindseligkeit. Das heißt, ihr bekommt dann die 20 Punkte Feindseligkeit. Dann bekommt ihr quasi auch die... Die Helden bekommt ihr dann und dann seid ihr halt ganz schnell, könnte man hier halt oben auch, ist man hier oben halt auch ganz schnell bei imperialen Wächter, wo man quasi dann schon gleich anfangen kann, diplomatische Mali mit den Echsen zu sammeln. Weil noch haben wir ja keine, aber hier fangen wir dann gleich an schon, diplomatische Mali mit den Echsen zu sammeln. Das ist immer schön im Hinterkopf behalten. Aber wenn dann quasi eure Armee hier quasi besiegt habt, am besten rekrutiert ihr dann immer noch jede Runde Truppen rekrutieren. Ihr geht dann bis hier vorne an die Grenze, rekrutiert nochmal Truppen und wie gesagt, der Granatwerfer wird sehr, sehr wichtig. Das gewinnt euch quasi das Spiel und dann müsst ihr so ein bisschen... Ich kann den da mal hier hinschicken, dass wir ein bisschen Sicht haben. Dann müsst ihr quasi abspeichern und die Finger kreuzen. Und zwar... Der Skaver hat nur diese eine Armee, das heißt, ihr besiegt die Armee, nimmt die Stadt ein, rekrutiert eine Runde, stellt euch an die Grenze, rekrutiert nochmal. Dann hat er quasi hier nur einen Kommandanten mit 3, 4 Einheiten. Und so. Das Problem ist, die Garnison hier unten ist schon sehr, sehr stark, weil es sehr, sehr viele Einheiten sind. Und das Problem ist, ihr habt nichts, weil ihr, also ihr habt bis auf die Schützenreiter quasi nichts, was euch wirklich hilft, eine Stadt einzunehmen. Und selbst Schützenreiter sind in der Stadt, naja. Ne, Kavallerie in Städten ist immer so ein großes Problem, aber die Schützenreiter sind halt A, extrem squishy, es stehen überall Türme rum. Wenn dann 1, 2 Salven kommen von so einer Schleuderschütze, dann sind da auch mal 10 Models tot. Die können sich aufhängen, die können gecatcht werden. Etc. Papi. Den Kriegswagen könnt ihr in die Tonne kloppen, der kann überhaupt nichts. Das ist totaler Müll. Das heißt, ihr müsst hier hoffen, dass er keinen Ausfall macht. Ich kann jetzt hier nur wiedergeben, was mir meine Spielkollegen gemacht haben, ne? Opi, Grüße gehen raus. Er hat die 3, 4 Mal gespielt, quasi diese Fraktion, und man kann die anscheinend durchbelagern. Die KI ist quasi so programmiert, dass sie sich durchbelagern lässt, auch wenn man quasi die Invasion, den Angriff quasi nicht schaffen würde. Das heißt, ihr werdet hier über diese Belagerung spielen müssen. Entweder habt ihr Glück, er macht einen Ausfall. Ausfall müsst ihr gucken, dass die Karte stimmig ist und ihr die Schützenreiter und die Müllkriegswagen, eventuell auch die Kanone gut einsetzen könnt. Ja, dass er die ordentlich einsetzen könnt auf einem Feld, ist machbar. Dann ist die ganze Schlacht auch echt hinkriegbar. Liegt immer ein bisschen daran, was für einen Helden er rekrutiert. Wenn er einen Zauberer rekrutiert, und zwar den Warlock-Techniker, die Zaubersprüche, wo haben wir sie, die Skaven-Lehre des Untergangs haben, die haben diesen Staatsbell. Dieser Staatsbell zerstört eure ganze Armee. Na, sollte der Gegner quasi Ausfall machen und eine offene Feldschlacht suchen, versucht mit Markus Wulfhardt, euren beiden Jägern, eurer Kanone, versucht diesen Magier rauszunehmen, dass er diesen Spell nicht machen kann. Weil dieser Spell macht Kleinholz aus eurer Infanterie. Na, versucht ihn zu töten. Wenn er irgendwie Seuchenlehre hat, ist egal. Pest ohne macht nichts und Skaven-Lehre der Tarnung kann er nicht rekrutieren, da das nur die Ashens können. Also, who cares? Aber wenn er den Untergangsmagier hat, den müsst ihr auf jeden Fall rausfokussieren. Eventuell versuchen auf Attentat mit ihm. Müsste man gucken. Obwohl, man kann ja nur noch Heldenattentaten. Kann ja gar keine Kommandanten mehr attentaten, oder? Ich weiß es gar nicht, ob man ob man Kommandanten noch umbringen kann. Ich glaube, man kann Kommandanten umbringen, aber das ist relativ schwer. Also wie gesagt, hier müsst ihr wirklich Finger überkreuzen. Keine Ahnung. Ave Maria beten, was auch immer ihr macht, vielleicht mal eine Paysafe-Card oder so für allen Jesus oder so, dann wird das ja was. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ihr das Ding Auto-Resolven könnt, nehmt den Auto-Resolve mit. Wenn ihr im Auto-Resolve keine Truppen verlieren könnt und ihr gewinnt, nehmt ihn mit. Das ist wirklich, macht keinen Spaß zu spielen, diese Stadt, diese Schlacht. So, solltet ihr das geschafft haben, dann könnt ihr einmal abspeichern, weil ab jetzt könnt ihr Split-Speicherstände anlegen. Und zwar, euch mag hier niemand.
Das heißt, die Orks sind bei minus 100 Punkten, die können euch jederzeit den Krieg erklären. Die Dunkelelfen sind auch bei minus, keine Ahnung, schießt mich tot, die mögen euch auch nicht. Die können euch jederzeit den Krieg erklären. Jede Echse, die hier unten rumläuft, kann euch jederzeit den Krieg erklären. Der blöde Luther Harkon kann auf die Idee kommen, euch den Krieg zu erklären. Irgendwelche Korn- und Zinsfraktionen, die hier unten rumlümmeln, können euch den Krieg erklären. Also, ja, es ist halt einfach glücksabhängig. Na? Ein Gegner kriegt ihr weg. Und das war's dann auch schon. aber dann, ja. Ja. Sollte ein zweiter Gegner kommen, wird's knifflig. Und denkt dran, ne? Die feindliche Waffenstärke plus 25% gegen sowas wie Wildorks will man nicht haben. Aber da lässt sich leider auch nicht viel diplomatisch zu sagen. Ihr müsst halt einfach Finger crossen, Daumen drücken, dass euch nicht alle gleichzeitig den Krieg erklären. Also es wird euch jeder den Krieg erklären hier unten. Hier unten habt ihr keinen einzigen Freund, wie gesagt, bis auf Bordelot. Aber irgendeiner wird hier unten groß. Das heißt, entweder wird es der Dunkelelf, entweder wird's Itza, entweder wird's die Vampirküste, es werden die Skaven, meistens werden sie Skaven nicht, meistens wird's Itza, aber irgendeiner wird hier unten riesengroß werden, das wird hier meistens nie sich ausbalancen, einer wird immer über alle anderen drüber rasieren und den habt ihr dann am Hacken irgendwann. Naja, ihr braucht gar nicht drauf pokern, ob er kommt oder nicht, er wird kommen, die Frage ist immer nur wann. Und das ist quasi das, was euch die Kampagne versaut, wenn quasi der Ork von oben und der Echse von unten kommt, dann vergesst es. Könnt da neu starten. Da ihr ja, wenn ihr Gebiete verliert, auch immer wieder eure Zustimmung verliert. Das ist so ein bisschen das. Das ist das Problem. Und ihr verliert eure Feindseligkeit, wenn ihr Kommandanten verliert. Das heißt, wenn eure Feindseligkeit wieder runtergeht, dann dauert es natürlich auch wieder länger, ehe ihr bessere Verstärkung bekommt. Ne? Ehe ihr an gute Truppen rankommt. Wir kämpfen hier nur mit imperialen Standardmüll. Das kann ja nichts. Und wenn wir hier oben Punkte verlieren, dann verlieren wir ja auch die Fähigkeit, Gebäude wie Kasernen und Pferdestationen zu bauen. Die gehen dann auf einmal nicht mehr. Ne? Das heißt, wenn euch das unlucky passiert und ihr quasi gerade hier den Wächter erreicht habt und plumpst, verliert eine Siedlung, schafft es nicht auszubauen, weil ihr noch keine Stufe 3 Stadt habt, etc. Toll. Ne? Das ist so ein bisschen dieses vor allem dieser 60 Punkte mit auf Menagerien und Gießereien, Alter. Oh, ihr werdet so lange auf wirklich gute Artillerie und gute Kavallerie verzählen. Alter, uff. Das würde euch empfehlen, wenn ihr imperiale Versorgung bekommt, euch eventuell auch ein bisschen mit Kavallerie einzudecken. Ne? Wenn man dann später so hier bei 20 Punkten oder auch bei 40 Punkten, ne, in dieser Bereich ist, kriegt man halt schon fortschrittliche imperiale Versorgung. Da können halt auch schon, wenn ihr Glück habt, mal ein Demigreif dabei sein oder eine Reichsgarde dabei sein. Da kann mal ein Dampfpanzer oder eine Raketenlafette dabei sein. Ne? Da können mal zwei Musketenschützen oder so dabei sein. Also da kann schon mal wirklich was Gutes dabei sein, wo man dann sagt, okay, die nimmt man sich. Vor allem sowas wie Kavallerie oder so oder auch Musketenschützen kann man sich auch auf Vorrat hinpacken. Wenn man dann seine Armee verliert, dann kriegt man noch, ne, dann hat man wenigstens noch was im Petto, um dann wieder eine Armee aufzubauen, die nicht nur aus Schwertkämpfern und Speerträgern entsteht. Das ist so dieses, da müsst ihr echt ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen. Ja, da kann ich nicht viel zu sagen. Ist Glücksspiel. Gut. Dann habe ich noch eine Sache vergessen, die mir gerade eingefallen ist. Ich werde es in der Videobeschreibung aber unten reinpacken, den Hinweis. Und zwar das Schönste an der Feindseligkeit habe ich euch ja gar nicht noch erklärt. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Und zwar, wenn ihr die 5 Punkte erreicht habt, Feindseligkeit, dann passiert Folgendes. Ihr habt 2 Runden Zeit. Also dann kommt ein Event, das sagt euch, in 2 Runden wird an dem und dem Ort eine Armee spawnen. Das ist immer eine Full-Stack-Echsen-Armee, die mitskaliert. Das heißt, die erste besteht nur aus haufenweise Skinks, die nächste hat dann schon ein paar mehr Saurus, ein paar Monster. Irgendwann habt ihr dann Full-Endgame-Echsen-Armee. Ne? Das heißt, jedes Mal, wenn ihr 5 Punkte Feindseligkeit erreicht, spawnt quasi eine Gratis-Armee, die auch eine eurer Städte angreifen wird.
und quasi euch diese Städte auch wegnehmen wird, wenn ihr diese Armee nicht platt macht. Wie gesagt, die ersten paar kriegt man noch easy peasy weg. Es ist auch nicht instant. Ihr habt 2 Runden Vorbereitungszeit. Es wird auch immer gezeigt, von wo sie quasi kommen, wo sie quasi anspawnen. Aber ihr müsst halt jedes Mal, wenn ihr diese 5 Punkte erreicht habt, auch euch mit einer Full-Stack-Echsenarmee rumschlagen. Das heißt, ihr werdet sehr früh anfangen müssen, eine zweite Armee abzustellen, nur um diese blöden Echsen wegzukloppen. Weil die 5 Punkte Feindseligkeit gehen halt sehr schnell voll. Das sind halt 3 Angriffe und 2 Siedlungsschlachten. Fertig, habt ihr 5 Punkte Feindseligkeit. Wupp, wupp. Das ist so... Gut. Und eine andere Sache ist natürlich noch, die Feindseligkeit, wenn die Stufe 5 ist, kann sie quasi nicht weiter steigen. Das heißt, wenn ihr Stufe 5 auf Feindseligkeit erreicht habt, dauert das 5 Runden und in der Zeit könnt ihr so viel Feindseligkeit ansammeln, wie ihr wollt. Die wird dann quasi nicht verrechnet, die verpufft dann. Weil erst nach 5, ne, nach 5 Runden wird sie quasi wieder auf 0 zurückgesetzt. Das heißt, wenn ihr Stufe 5 erreicht und dann noch 100 Feindseligkeit sammelt, seid ihr nach 5 Runden trotzdem wieder bei 0. Naja, das wird dann quasi nicht mehr. Das heißt, man kann auch, wenn man mit diesen Debuffs leben kann, ich sag euch gleich, das größte Problem wird mehr die Führerschaft sein und nicht so die Waffenstärke, kann man halt auch versuchen, innerhalb dieser Zeitspanne viele Schlachten oder Städte zu erobern, um nicht gleich wieder nach 3 Zügen oder so, ne, nachdem man quasi wieder auf 0 runtergefallen ist, nicht gleich wieder oben auf der maximalen Feindseligkeit sitzt. Das ist so ein bisschen... Da kann man halt auch ein bisschen drum rumspielen. Müsst da gucken, wie ihr euch das macht. Aber diese Buffs sind halt echt, echt brutal. Das ist wirklich nicht ohne. Aber gut, das war's zu Markus Wulf. Das war der letzte imperiale Kommandant. Als nächstes, ihr habt abgestimmt, wird's die Bretonen geben. Ihr dürft natürlich auch jetzt schon gerne in die Kommentare schreiben, was ihr nach dem Bretonen sehen wollt. Die ersten 2, 3 Vorschläge, die ich kriege, oder noch ein paar, die in der Community schon mal gesagt wurden und noch nicht rangekommen sind, werde ich aufgreifen und wieder eine Abstimmung im Community-Tab machen. Einfach mal auf dem Kanal vorbeikommen und dann könnt ihr da mitbestimmen, was wir als nächstes oder was ihr als nächstes sehen wollt. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich werde mir jetzt die Bretonen antun und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut da rein, bis dann.